Dürfte ich da hinten um Ruhe bitten, allein der Höflichkeit halber? Dankeschön. Herrschaften, die sich jetzt noch unterhalten möchten und mir nicht zuhören möchten, können den Saal verlassen. Dankeschön. Es gibt Schauspieler, die sind sehr, sehr gut. Und es gibt Ben Becker. Es gibt Schauspieler, die können noch so viel können. Wenn Sie sich da hinten weiter unterhalten wollen, verlassen Sie bitte den Saal. Ich habe Sie vorher schon darauf aufmerksam gemacht. Dankeschön. Ich bin gewohnt, dass man mir zuhört. Dankeschön. Und wenn man solchen Kollegen auszeichnet wie Ben Becker, ich spreche von Ben Becker, und wenn Ihnen nicht klar ist, was eine Preisverleihung bedeutet, was die Ehrung eines Schauspielers bedeutet, dann verlassen Sie bitte den Saal oder halten die Klappe. Ich hatte mit Ben, den ich inzwischen mit Stolz nicht nur meinen Kollegen, sondern sogar meinen Freund nennen darf, ein äußerst eindrucksvolles Erlebnis. Wir haben letztes Jahr einen Film zusammen gedreht. Ich habe ihn beim Arbeiten beobachtet, bei einer Probe, wo ich beobachten konnte, wie aus schauspielerischer Arbeit immer mehr entstand eine Existenz, die einen mit ihrer Wucht, mit ihrer elementaren Kraft regelrecht in die Knie zwang. Und ich musste mich fragen, ich kannte ihn schon vorher, aber ich habe mich gefragt, wie soll ich mit diesem Burschen aufnehmen? Ben hat die außergewöhnliche Fähigkeit, tief im Innern zu berühren, hat eine unglaubliche Zartheit, die Zartheit eines Engels und die Kraft eines Ebers, kann Götter und Teufel spielen, hat beides auch schon getan. Ben, und wenn einer diesen Preis verdient hat, dann du. Ich schätze dich als Kollegen und liebe dich als Freund. Danke. Applaus